Eine Banane, aber keine Affen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen lustigen Dinge und ja, ein bisschen Rollenspiel. Goat Simulator 3 Let's Play, genau. Folge. Und ja, wir wenden unser Aussehen wieder mal. Kommen wir mal nochmal zum Wesen. Diesen. Also ich schaue, dass ich natürlich abwechslungsreich irgendwie spiele und genau. So, das letzte Mal haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Oh Gott. Oh, nicht. Komm, komm, mitnehmen. Oh. Meine Güte, ist dieser. Ja. Warte kurz. Nein, nicht durchsichtig. Oh, jetzt fliegt es nicht mehr, das Kanu. Ich will einen kurzen Screenshot oder so. Lassen wir das so. So. Also kurz nochmals. Gut. 33, nein, 34. Jetzt. So, wenigstens ein Screenshot schon mal. Das wird immer wieder schwieriger, da irgendwie lustige Sachen zu machen. Ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Genau, mit diesen Rampen und so, mit dieser schwierigen Aufgabe und so weiter zu machen, oder? Wir haben ein paar Fahrräder müssen fliegen lassen. Nein, umfärben und so. Was ist denn mit dem Kanu los? Ich kann nicht mal. Boah, bin ich wieder reingeglitscht. Ja, wir gehen in den Kanal mit dem. Na, ist das der Kanal? Kann man den aufmachen? Ich will da rein. Das ist doch ein Kanal. Aber wie geht das mit dem Besuch? Finde, was sich in der Kanalisation versteckt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich will aber rein. Kann ich hier auch rein? Nur hier. Was ist mit dem Kanu los? Was ist mit dem Spiel los? Hey, gib mir Kanu zurück. Ich will Kanu zurück. Boah. Ich schaff's noch. Irgendwann mal schaffe ich das Spiel zu kontrollieren. Aber nur manchmal. Boah. Ja, eben, ich habe die Freude am Unerwarteten. Es gibt so viele Leute, die echt Depri sind oder einfach nur narzisstisch oder so, die verstehen das nicht so. Und da habe ich jetzt erst kürzlich, also gestern Abend, da noch ein paar Probleme bekommen. Einfach von Leuten, die nicht wissen, was Humor ist, beziehungsweise wie man mit Leuten verkehrt, also wie man mit Leuten umgeht. Und das ist so ein Problem, das habe ich jetzt völlig jetzt gerade hier im Spiel anders in Erinnerung. Ich sehe, Leute haben ein Spiel kaputt entwickelt, beziehungsweise nicht fertig entwickelt, oder sie wollten es einfach so lassen. Und mich stört es überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wieso Leute plötzlich so toxisch werden, oder? Und man leidet mit den Toxischen, oder? Also, ja, man darf nicht mitmachen. Man darf nicht. Wie sagt man denn? Es hat einfach ein bisschen provozieren, oder? Dass die Leute es halt einfach schlecht können. Hier nur ein bisschen Sachen austesten. Ich will nicht böse Sachen den Leuten machen, aber heutzutage kannst du einfach nichts mehr machen. Bist so eingeschränkt mit anderen Leuten. Du hast einfach so das Gefühl, ja. Den Leuten macht einfach nichts mehr Spaß. Wir müssen toxisch reagieren. Also habe ich das gelassen, nicht mehr mit denen gespielt. Okay. Aber das ist halt einfach jo. Der Fall. Oder kann ich hier unten rein? Ja. Ich bin in der Map. Ich bin im Laden drin. Man kann nicht in den Laden, aber unter den Laden. So geil. Das ist, wie kommt man einfach schnell wieder zurück? Heute ist Chaos. Nein, ich möchte eigentlich Distanz machen. Ich weiß nicht, wo eine Chance noch ist. Was ist jetzt los mit diesem Vogel? Was macht der Kopf, der Hals und Ding drin? Rampen. Göthenburg. Ist es, glaube ich. Oder ist das Göthenburg? Göthenburg? Der Hooverdamm hat auch noch eine? Wo denn? Also eine einzige Ding müsste hier noch sein, eine Chance. Aber ich finde sie. Im Wasserpark drin? Also in diesem Schwimmbad? Oder vielleicht hier? Ja gut, ich bin am Suchen. Keine Sorge, ich bin am Suchen. Ich muss das auch wahrscheinlich auf Karten mal machen, aber ich hatte noch nicht so viel Zeit. Ich habe ja sowieso nicht mehr so viel Zeit für Projekte. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich werde jetzt wieder viel livestreamen dann.
Das ist so geil. Das ist so geil. Ah, vielleicht hier irgendwo ist die Chance. Vielleicht hier. Boah. Ist die hier irgendwo? Ist wohl lauter Chancen, keine Stadt mehr. Das ist so geil. So, ich mache jetzt ein bisschen weniger und ich habe es jetzt ein bisschen ausgelegt. Okay, es geht leider nicht besser. Ne? Gut, hören wir auf. Fertig. Fertig mit dem Blödsinn. Vielleicht hier nicht mehr. Hier ist die Chance nicht. Wo haben wir noch nicht gesucht? Also ja, ich muss ja die Chance haben. Wir tun aber nicht immer nach der Chance suchen, sondern eine andere Chance dann nehmen. Die wir vielleicht auch finden. Beim Hoherdamm habe ich eine Chance. Und ist dort die Chance? Könnte auch noch zu Goldenburg gehören. Schwinge auf einer Rampe mit einem Fahrrad. Okay, das muss ich ja nochmal. Es könnte hier sein, dass die Chance hier ist. Es muss eigentlich nicht so schwer sein. Aber ich finde sie nicht. Ich finde sie vor lauter Bäumen. Nicht. Sind wir hier schon mal gewesen? Gibt es hier auch noch etwas? Ja, das ist wieder ein bisschen etwas Besonderes, oder? Aber wo? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hänge einfach zu viel. Ich muss mich mal ein bisschen lösen. Ist hier die Chance? Hier oben? Ich glaube, ich weiß, wo die andere Chance beim Hoherdamm ist. Die ist unten. Nicht genutzt beim... bei der Stadt. Ja, okay, wir haben sie, glaube ich, genutzt. Also sie müsste eigentlich jetzt weg sein. Ist das nicht ein... Nein, die kommen ja nicht hoch. Hm. Also sie könnte hier noch sein. Schon gut, dass wir so schnell sind mit diesem Küken. Mit diesem kleinen, unfertigen Küken. Wie sagt keiner? Da kommt man zwar nicht vorwärts, aber man kann in der Luft bleiben. Vielleicht hier drüben noch. Oder da unten. Also wir machen das jetzt mit dem Fahrrad noch kurz. Die müsste ich eigentlich nicht machen, die Mission. Aber ich mache sie gerne. Noch zur Vervollständigung, dass ihr natürlich da auch noch wisst, wie ihr das machen müsst. Wenn ihr das Spiel auch gerne spielen würdet, noch irgendwann. Oder habt. Dass ihr es spielen könnt. Und einfach, weil ich halt einfach ein paar Sachen noch austesten will, ich will das Projekt eigentlich noch nicht finden. Außer es wird, euch zu langweilig. Okay, ein paar Sachen sehen komisch aus. Hier muss doch die Chance sein. Da unten. Die Musik abgeht. Schade, dass es das mit der Kanalisation irgendwie nicht geht. Es könnten ein paar Sachen auch nicht gehen, aus irgendwelchen Gründen. Und auch vorkommen. Nein, es gibt hier noch etwas, was ich übersehen habe. Ist das neu? Das könnte neu sein. Aber ich kann nichts machen. Ich könnte mal dieses Viehzeug da mit diesem... Man muss irgendwie ein Item einsetzen. Wo ist das Alien-Zeugs da? Das Geister-Zeugs. Rücken. Da. Geister, aber das ist fundamental. Seit wann ist das hier? Untersuche den Riss. Ist nichts. Okay, Schaf, nein, Schaf, Ziege. Grasen oben, macht tanzen, hinten wackeln, verbeugen, glücklich sieht's hinten. Untersuche den Riss. Was, mit was kann man denn... Was ist das, ein Zeitriss, Zeitportal? Ja, genau. Wir meditieren mal kurz. Meine Güte, ist das schwer. Wir rätseln und rätseln. Die Frau kann doch helfen. Komm von oben.
Oh, man muss draufschlagen. Du hast eine 10-Jahrestorte bekommen. Ein Portal nach 2014. Okay, es ist neu. Das war im letzten Part, ja, kurz angestellt. Und wir haben den NPC. Dankeschön. Sind ein bisschen perverser. Also. Meine Güte, ich hab's gefunden. Ich habe nicht nachgeschaut. Hundertprozentig nicht. Aber ich habe etwas gefunden. Ey, ich will das haben. Wieso hast du mir das nicht ausgerüstet? So, komm. Wo ist es jetzt wieder hin? Hey, wo ist die Torte hin? Habe ich sie jetzt übersehen oder? Hey. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wo ist die Torte hin? Oh, geil! Hey, das ist so geil gemacht. Schade, dass sie nicht so mega speziell sind. Oh ja, der Joel. Was sind das Hörner? Wo ist die Torte? Was ist das? Eine Satellitenschüssel. Okay, die Brettspielziege, die müssen wir noch freispielen. Beziehungsweise kaufen, ja. Und wo ist die Torte jetzt hin? War die nicht hellblau? Ah, es geht noch weiter. Ja, okay. Die muss man kaufen. Okay, danke schön. So, wunderbar. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Hörst du das? Hörst du das? Ich muss jetzt mal ein bisschen. Komm schon. Gut, also wir schaffen das mit dem Fahrrad. Wir gehen über eine Schanze. Mist, ich muss das Gamepad kurz einstecken. Wir können so nicht fahren, weil es mit der Tastatur sehr schwer ist. Mein Güte, könnt ihr nicht mal bremsen? Eieieiei. Oh Gott. Tschüss. Kann ich das in den Gamepad steuern? Wisst ihr, wir haben ein Gamepad. Das ist auf dem Boden hier. Soll ich auch noch auf dem Boden stehen? Okay, dann machen wir das nicht. Noch nicht. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe es nicht. Es ist überhaupt keine Chance in einer. Also, die nächste Chance. Gut, ja, jetzt während der Mission können wir halt nicht so rumspielen, machen, bestimmt. Dann gehen wir zum Hofer dann. Was ist mit dem. Was ist mit der Torte eigentlich los? Die wackelt zu sehr. Du auch. Nimm die Torte ins Gesicht, mitten ins Gesicht. Also einen Bodycheck machen. So ein Kopf. Ein Kopfstoß. Was passiert da mit diesem Recycling? Also wir müssen zum Hofer denn. So, wir teleportieren uns aber lieber. Geht ein bisschen schneller, ganz bisschen. So. Also das Hoverdämpchen ist da unten. Nein, nicht da. Nein, nein. Auf der anderen Seite. Mann, man muss sich immer orientieren. Man muss sich auf die andere Seite. Ist da nicht noch. Ja, das ist noch eine Goldstatue. Die haben wir schon mal probiert zu holen, aber wir waren einfach ein bisschen zu ungeschickt. Wenn es so sensibel ist, kann man nicht so geschickt sein. Und hier ist auch noch ein. Nein, nicht dein Ernst, ey. Ich finde die Goldstatuen. Wir brauchen nur noch 7. Was ist denn mit diesem Kuchen los? Was ist mit der Steuerung los? Wieso mache ich so viele Sachen? Boah, hier drinnen waren wir doch schon, ne? Bärenspin. Der Bärenspin. Wir waren noch nicht drinnen, aber wir waren schon mal beim Bären. Hey, da ist auch noch eine Goldstutu. Eine Stututatette. Mein. Ja, also um jetzt anzusprechen, das von vorher, wo wir da im Ikea waren, also vor dem Ikea waren, im Fluss und so, also im See. Leute finden einfach den Humor nicht mehr. Egal was, sie haben keinen Humor mehr, weil sie einfach alles immer toxisch finden, was ihnen nicht gerade
vorkommt, oder? Was ist da eigentlich jetzt? Ich habe es irgendwie aufgenommen. Das ist das größte Problem. Und mein Nachbar nervt sich wieder über den Krach, dabei macht er am meisten Krach. Ist das eine Chance? Ziemlich sah es nur ein. Hier oben könnte noch einer sein. Naja. Gut. So. Also, hier haben wir aber irgendwo noch eine Chance doch gehabt. Die haben wir aber schon genutzt. Sie ist aber nicht genau in der Nähe, sondern irgendwo hier oben. Ich weiß es nicht. Ja, es ist eine Krankheit von meinem Nachbarn. Der gehört eigentlich nicht hier rein in die Wege. Weil er natürlich alleine sein muss. Aber. So. Oh, tut mir leid, ich habe euch gestört. Was ist denn hier die Chance? Sind die zwei Chancen überhaupt? Ich habe keine Überblick mehr. Hier unten haben wir doch eine genutzt. Die haben wir genutzt, wo hier unten irgendwo ist. Okay. Und nein, die haben wir genutzt für das Gebiet hier vorne. Okay, hier sicher noch nicht. Der Kopf und der Kuchen, die Torte. Was ist eigentlich mit der Musik los? Haben sie die verändert? Nein. Aber trotzdem artet sie so mega aus. Hier oben war doch noch eine Chance. Das ist doch keine Chance hier. Zu wenig. Wer im Homie? Ah, da. Boah. Und das will ich natürlich. Ja, da ist eine Chance, aber die habe ich. Die habe ich. Wetten, die habe ich. Die andere habe ich nicht. Hey, dann. Ich habe keine Chance gesprungen. Sie hat nur angegeben. Sie hat nur gesagt. Was ist denn mit dem Hut los? Was habe ich mit dem Hut gemacht? Hallo. Ja, ich muss sie einfach direkt ansprechen und machen die Chance. Dann ist sie auch. Hey, da, aber wo ist denn die andere Chance? Ich dachte immer, hier unten wäre eine Chance oder so. Aber eben Irrtum ist auch ein Glauben. So. Nein, nicht What the Frog. Hey, mein. Ja. Ich muss nur richtig. Nein. Jetzt gehst du wieder nach. Ich muss nur rechts drücken. Habe ich wieder vergessen. Ich will immer auf die R-Taste drücken, dann steige ich aus. Weil in anderen anderen Dingen ist immer die R-Taste der Nitro. Aber nein, in diesem Spiel ist es die richtige Taste. Wenn Entwickler sich nicht an die Tastaturlayouts der anderen Spiele anpassen, sind sie selbst. Schön. Du bist richtig. Muss ich kurz aufhalten. Du machst viel zu viele Bugs. Hey, hallo. Man kann ihn nicht aufhören. Okay. Ja, okay, die große Chance. Meine Güte, die ist so offensichtlich. Habe ich nie verwendet, weißt du? Umgekehrte Ideologie. Das verstehen auch nicht viele, dass intelligente Menschen einfach mit zu einfachen Aufgaben überfordert ist und zu schweren Aufgaben sind kein Problem. Meine Güte, eine Chance zu benutzen, einfach mal zu benutzen, damit man sieht, ja, man hat sie noch nicht. Nein, macht man natürlich nicht, was intelligent. Oh gut, okay, ich darf mich ja nicht intelligent nennen. Ich bin hyperhochintelligent. Eieiei. Ja, scheinbar schon, oder die Ärzte sagen mir das immer die ganze Zeit. Okay, habe ich halt auch im Kopf. Ich darf mich ja nicht irgendwie intelligent nennen. Das ist ja ein Schimpfwort. So, was können wir noch machen? Noch eine Chance? Aber in welchem Gebiet? Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Mann, Mann. Oh, geht ja.
Blümchen. So, nächstes. Dankeschön, aber ich muss Quests. Nein, ich muss mir nicht. Sammelstück? Ja, okay. Wir müssen. Mornwood Waterfall. Mornwood Waterfall. Wo sind Mornwood Waterfall? Hä? Wo sind Mornwood Waterfall? Waterfall. Wo sind die überhaupt? Hier? Wo ist Mornwood Waterfall? Da, eben. Okay, hier sind zwei Schanzen. Das ist ein großes Gebiet. Ja, das Sägemühle ist eine. Dann ist wahrscheinlich hier irgendwo noch eine. Okay. Das sind gar keine, ja, das sind nur kleine Wasserfälle, beziehungsweise das ist ein großes Gebiet mit kleineren Wasserfällen. Und Höhen. Aber kein Niagara-Fall. Ja. Wo kommen wir wieder hier? Bitte, die Physik ist so scheiße. Ich dachte, ich wäre bei Skyrim oder so verschont. Also, wäre das einzige Spiel mit so einer schlechten Physik. Und dann kommt Goat Simulator mit noch einer schlechteren Physik. Ey, boah. Wie zu empfindlich. So. Ich als Ziege. Kann hier durch. Also ich darf hier Auto fahren. So. Ich bin ja jetzt momentan so nicht eine Ziege, sondern ein Mensch. Bin ein bisschen intelligenter geworden. Also ich spiele ein bisschen intelligenter. Sonst bin ich auch blöde. Maulwurf? Hallo. Hallo Maulwurf. Hallo Maulwurf. Hallo. Yay. Auf dem Ballon könnte. Waren wir doch schon mal, gell? Doch, wir waren gleich. So, da haben wir wieder eine Goat-Statue. So, und wo ist jetzt dieser. Noch mal eine. Wieso sind manche Goat-Statuen so nicht nahe dran? Yay, nur noch vier. Ja. What the fuck passiert da immer? Ich hätte gerne noch eine Goat-Statue. Es ist so einfach, wenn man sich besser umschaut. Eine gute Position habe ich auch nicht so. Um eine Chance zu finden. Aber eine war irgendwo hier drüben oben. Ein bisschen höher als der Weg hier. Das weiß ich. Ist das ein Käse gewesen? Was ist das? Ich chill mal. Ich chille heute mal. Ich muss ein bisschen holen. Nein, ich will mir nicht mehr. Ich halt. Oh, ich furze. Ihr seid schuld. Oh, der kommt. Ihr seid schuld, ich muss mich wieder aufhalten. Es passiert einfach nichts mehr. Man kann so Bugs nicht nochmals tricken. Komm schon. Ja, so sehe ich aber die Person nicht. Mann, wieso kann man die Kamera nicht freier bewegen? Och, Mino. Ja, es wird immer ganz kurz ausgelöst. Okay, wir beenden das jetzt einfach nicht, das Bild fertig. Das Bild, das wir nicht machen konnten. Weil immer alles so unscharf ist. Was passiert eigentlich mit uns jetzt gerade? Wieso kann ich nicht mehr gerade nach oben hüpfen? wo ist denn die Schanze? Das ist ja unser Wollen. Was ist die Schanze? Boah, das wäre heftigst möglich gewesen, ey. Ich finde es cool mit den Menschen hier heute. Eiern. Oh, Schürfungen. Schürfungen und Quetschungen. Fünftes Grades. Ah, der Zuschauer. Seid ihr hier am Wandern?
Hey du bist doch der Moritz. Du bist der Moritz. Hallo Moritz. Ein Freund der Moritz. Ich habe nur einen Schauspieler, der einen Moritz spielt. Ui. Ui in die Fäse. Ja, habe ich da gerade ein Tier gesehen? Sah so aus, als würde hier ein Reh so sein. Wäre cool. Also hier oben wäre vielleicht noch eine Chance von der. Sonst keine Ahnung, also ich mache das wirklich alles blind. Schaue nur nach. Das ist keine Warnung hier. Ist das immer nur ein... Wieso brennst du? Was wurde aus dir? Wieso brenne ich? Hä? Ich brenne wegen nichts. Wieso brennen wir? Ist hier das Feuer? Ist der Feuerberg da? Der Ringe. Hier unten waren wir schon. Hier oben. Ist hier irgendwo. Ich möchte einfach euch jetzt nicht aufhalten. Bei der Geduld oder so. Ich möchte einfach die Sachen erleben, finden und so. Mache ich gerne auch so zum Beispiel bei Pixelmon und es kommt sehr gut an. Bei Pass of Exile auch, bei Last Epoch natürlich auch. Und, jo, danke schön. Oh, hey, ich glitsche wieder irgendwie. Ist das ein Fossil oder so gewesen? Ich will es ganz drauf haben. Danke schön, seine Zuschauer. Red. 34. Dankeschön, Spiel. So, ja, reicht. So, auch wenn es die 1 ist, es kann auch die 2 sein. Aber die 1 haben wir schon. Jo, und noch ein besseres Speed. Das ist Otto. Da steht Otto. Also, das ist Otto. Das ist nicht Moritz. Das ist Otto. Gut. Ah, gut. 34. 2. Das ist doch ein gutes Bild. Dankeschön, liebe Zuschauer, für die Geduld. So, weiterhin. Oh. Ich habe eine Ziegenarsch. Ich bin der Arsch der Ziege. Das ist doch ein gutes Bild. Ja, das ist nicht so ein gutes Bild. Das ist ein gutes B. Gut. Also habe ich jetzt 34, 3. So. Irgendwie ist das Thumbnail doch immer das Beste an einem Part. Was zu machen? Natürlich zu machen. Haben wir hier oben irgendwo noch eine Goldstatue? Das brutzelt nur. Ich dachte schon, irgendwas geht kaputt. So, aber wo ist die Goldstatue? Wo ist die Chance? Ja, Goldstatue und so haben wir auch, aber da unten waren wir doch, oder? Ja, wo waren wir? Und das ist doch ein Haus? Und keine Chance. Hier ist auch keine Chance, aber eine Brücke sicher. Gutes. Und hier haben wir auch keine Goldstatue. Ich denke, sie sind beide im Westen, da waren wir noch nicht so gut. Da ist eine Chance. Die Chance habe ich gesucht im Holzhöhlenlager, da ist sie. Okay, irgendwo im Hintergrund. Die haben wir aber, glaube ich, schon. Boah. Hallo. Hier hast du eine Ziege. Nichts? Oh, hier Ziege. Tschüss. Es ist doch nichts los, oder? Liebe Spiele, ist irgendwas los im Goat Simulator? Ich glaube nicht. Okay, bei der Sägemühle. Klar. Ich dachte schon, ich hätte beide schon. Das sind zwei gewesen, oder? Hallo. Ich hänge irgendwie fest. Was
ist denn das für ein Geräusch? Liebes Spiel. Jetzt, oh, Zeitlupe war noch. Habe ich gar nicht so schnell gemerkt. So, also wunderbar. Ist hier eine Geburtsstatue? Ne. Ja, jetzt müssen wir die zwei anderen noch finden. Ist hier eine Chance? Nicht, ne? Also noch weiter. Ja, jetzt ist der Part leider vorüber. Wir machen das im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, viel Spaß noch mit diesem Spiel. Okay, wunderbar. Der Seilpark. Ja, oder etwas Ähnliches ist kaputt gegangen. Tschüss zusammen und nochmals viel Spaß. Dankeschön fürs Zusehen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.